Hallo, ich bin Konrad Rennert und ich möchte Ihnen mit diesem Video zeigen, wie man effizient Material zum Erlernen von Fremdsprachen mit dem Office-Paket produzieren kann und im Internet bereitstellt. Ich habe hier eine Liste mit unregelmäßigen Verben und deren Verlinkung zu Lingui. Die Liste selbst habe ich nicht erstellt, sondern sie kommt von einer österreichischen Germanistin, Irmgard Graf Gutfreund, so ist sie hier beschrieben, die Webadresse. Wenn ich darauf klicke, dann komme ich auf deren Liste und diese Liste habe ich also dann verarbeitet. Man sieht, sie ist auch Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. Das kann man also hier oben diesem Logo entnehmen. Gehen wir zurück, schließe das hier einfach. Ich habe diese Liste von der Frau Graf Gutfreund genommen und verlinkt mit Lingui. Was damit passiert, wenn sie verlinkt ist, will ich zeigen. Sie haben hier die Grundform, beispielsweise beißen. Ich klicke darauf. Und schon sehen wir, hier gibt es bei Lingui Fundstellen. Da ist einmal das Substantiv, aber auch das Verb und ein paar Erklärungen. Dazu dann auch gleich ins Englische übersetzt. Und hier unten haben wir dann Fallbeispiele, kann man ein bisschen vergrößern. Und da kann man dann sehen, wie dieser Begriff eben im Zusammenhang eingesetzt wird. Ich gehe mal zurück. Sie sehen, das passiert nicht nur mit der Grundform, das passiert auch mit der Vergangenheit dieses Verbs. Bis ist also entsprechende Form in der Vergangenheit. Und da sehen wir dann hier auch wieder das Substantiv und dann ich biss die Zähne zusammen und sagte nichts. Also da ist dann ein Fallbeispiel und hier unten drunter finden wir dann auch noch weitere Beispiele in externen Quellen. Und wenn es das gibt, auch was dazu in der Wikipedia steht. Ich gehe wieder zurück. Das war also jetzt die Vergangenheit. Da gibt es aber auch noch das Perfekt. Hat gebissen. Klicke darauf. Sie sehen, gleicher Aufbau bei Lingui, hier oben das, die Form gebissen, perfekt, ne, vom Verb beißen. Und hier unten eben im Zusammenhang, ne, wo es dann auch vorkommt als Fallbeispiel. So viel dazu. Jetzt ist Sinn dieses nächsten Videos, wie kann ich, wenn ich so eine Liste habe, wie die von der genannten Germanistin dann vorgehen, wenn ich daraus nicht nur für ein oder zwei Worte, sondern für Hunderte oder Tausende automatisch diese Verlinkung haben möchte. Das ist also Thema des zweiten Videos. Dann werden wir sehen, hier gibt es zum Beispiel bei beißen ein scharfes S. Und wenn ich darauf klicke, dann sehen wir hier oben in der Suchleiste, da steht also statt dem scharfen S stehen hier Ausdrücke, hier haben wir es, da ist das scharfe S umgesetzt worden in eine Zeichenfolge, die auf den ersten Blick sehr merkwürdig erscheint. Aber wer schon mal mit UTF-8 zu tun hatte, dieser Codierung für Sonderzeichen und auch die normalen Zeichen, der weiß damit was anzufangen. Und das ist also auch eine Sache, die wir dann, wenn wir das automatisch erstellen, berücksichtigen müssen, die normalen Buchstaben, die in jedem Zeichensatz in Europa vorkommen, machen keine Probleme, aber solche Sonderzeichen wie das scharfe S oder Ä, Ö, Ü und so weiter, die es ja auch in anderen Sprachen gibt. Aber das ist dann Thema des zweiten Teils und das Ganze soll dann in dem dritten Teil automatisiert werden, weil man muss dann diese Listen, die vorliegen, entsprechend vorbereiten, dass sie eben auch diese Sonderzeichen abdecken. Und dann kann man das also auch problemlos nutzen. Der letzte Teil wird sein, Sie haben ja eben, da will ich jetzt nochmal wieder zurückgehen, auf die Liste, wo ich ja angefangen habe. Sie haben gesehen, hier tauchen also jetzt im Internet auf meiner Webseite diese Begriffe auf, die ich da aus der Liste der Germanistin übernommen habe
Und das ist jetzt natürlich kein Excel. Excel brauchte ich nur, um das umzusetzen, aber bereitgestellt habe ich es ja hier im HTML-Format. Und das kann man also auch mit dem Office-Programm entsprechend vorbereiten. Wer dann diese Daten von Excel nach Word transferiert und dann hier beispielsweise auf einer WordPress-Website einsetzt, der hat dann dieses so geschafft mit seiner Vokabelliste, wie ich das hier mit den unregelmäßigen Verben vorgeführt habe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen dann viel Erfolg beim Umsetzen der folgenden Videos.